Bei einem nächtlichen Großbrand in der Ritterstraße in der Frankenberger Altstadt ist ein Millionenschaden entstanden. Eine Arztpraxis wurde weitgehend zerstört. Das Dachgeschoss eines Nachbarhauses brannte vollständig aus. Ein weiteres Gebäude, in dem die Lebenshilfe betreutes Wohnen unterhält, wurde stark beschädigt. Direkt durch das Feuer verletzt wurde zwar niemand, doch eine 93-jährige Nachbarin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Inzwischen hat die Kriminalpolizei herausgefunden, dass das Feuer in einer Altpapiertonne ausbrach. Durch fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung. Der Tatverdacht gegen eine Frau konnte aber bislang nicht erhärtet werden. Eine Autofahrerin aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf einem Acker neben der L3073 zwischen Römershausen und Friedrichshausen überschlagen. Dabei zog sich die 38-Jährige schwere Verletzungen zu. Feuerwehrleute mussten die Türen mit hydraulischem Spreizgerät öffnen, um die Frau zu befreien. Nach Einschätzung der Frankenberger Polizei war die Golffahrerin mit nicht angepasstem Tempo auf nasser Straße unterwegs. Nachdem an seinem mit 31.000 Litern Heizöl befüllten Tanklastzug die Kardanwelle gebrochen war, brachte der 55-jährige Lkw-Fahrer den Gefahrgutlaster kurz vor dem Ortseingang von Berndorf noch auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Polizei lobte die gute Reaktion des Fahrers, der so einen womöglich schweren Unfall mit gravierenden Folgen verhinderte. Die B252 blieb wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden halbseitig gesperrt.